Ja, jetzt haben wir unsere Fotos bearbeitet, wir haben unsere wunderbaren Vektorgrafiken designt. Wenn man das aber ein paar Wochen macht, dann verliert man sehr schnell den Überblick und naja, das möchte man nicht. Deswegen diesmal ein bisschen Fotoverwaltung unter Linux. Ich werde direkt drei Programme vorstellen. Eins, was ich selber benutze, das werde ich auch am meisten zeigen. Und dann als Alternative werde ich kurz mal zwei zeigen, aber da kenne ich mich leider nicht so gut aus. Das sind halt Empfehlungen aus der Linux User Group gewesen. Solltet ihr euch auf jeden Fall aber auch mal anschauen. Eventuell ist das ja was für euch. Ja, ich selber arbeite mit der Software DigiCam. Die ist aus dem KDE-Projekt, ist sehr mächtig, allerdings entsprechend an einigen Stellen auch ein bisschen langsam. Wenn wir gestartet haben, haben wir erstmal auf der linken Seite unseren normalen Pictures-Ordner, das heißt der Bilderordner vom Betriebssystem, und darunter befinden sich die Unteralben. Die Unteralben sind im Endeffekt nichts anderes als Ordner. Das heißt, wenn ich hier mal in meinen Ordner gehe, dann sehen wir im Endeffekt genau die Sachen, die als Album drin sind, auch als Ordner. DigiCam hat aber die Möglichkeit, zu diesen Ordnern noch weitere Metadaten zu hinterlegen. Wenn wir hier einfach mal in die Eigenschaften reingehen, sehen wir jetzt hier, das Ding hat noch eine Kategorie, nämlich Feiern in dem Fall, mit einer Caption, also nochmal einer erweiterten Beschreibung und einem Datum. Beim Datum gibt es noch einen kleinen Trick, und zwar haben wir da unten noch so Buttons, Oldest, Average und Newest. Und damit können wir im Prinzip ja das älteste Bild aus diesem Album, beziehungsweise das, ja, der Durchschnitt oder das neueste Bild aus Album als Referenz holen. Das heißt, wenn die Kamera beispielsweise die Daten richtig ausgezeichnet hat, kann man einfach sagen, okay, holen wir mal den Durchschnittswert und schon hat man genau den Zeitpunkt, wann dieses Album erstellt wurde. In den Alben selber, wenn wir draufklicken, sehen wir entsprechend Bilder. Die können wir dann auch hier groß machen, per Doppelklick in so eine Ansicht gehen. Und was wir machen können, was eventuell auch interessant ist, wenn man halt nur mal schnell was machen will, es gibt hier oben einen Image-Editor. Wenn wir da reingehen, können wir dem Bild grundlegend Sachen beibringen. Das heißt, wir können zum einen die Farben verbessern, Helligkeit, Kontrast, ein paar Rahmen drum machen. Also ein relativ ordentlicher Umfang dafür, dass es nur eine Fotoverwaltung ist. Damit kann man die grundlegenden Verbesserungen auf jeden Fall schon mal durchführen und muss nicht direkt GIMP oder was ähnliches auffeuern. So, machen wir den mal wieder zu und schauen uns stattdessen an, was wir denn noch zum Sortieren haben. Nun, das erste, was es gibt, sind die sogenannten Tags. Tags sind üblicherweise einfach nur Stichwörter und hier unten sehen wir bereits schon welche, nämlich Feuerwehr und Saffig. Es gibt allerdings hier noch eine kleine Einschränkung, beziehungsweise Erweiterung ist es eher, nämlich DigiCam kann hierarchische Tags benutzen. Das heißt, wenn wir hier ganz hinten an die Seite gucken, bei den Properties, dann haben wir da stehen Feuerwehr Saffig und Orte Saffig und Rettungsdienste Feuerwehr Einsatzübung. Das heißt, im Prinzip habe ich dem nur zugewiesen Saffig aus der Kategorie Feuerwehr, Saffig über Orte und Einsatzübung. Dadurch, dass es eine Einsatzübung ist, weiß er auch im Prinzip, dass Feuerwehr und Rettungsdienste noch mit dazu gehört. Das heißt also, wenn ich nach Einsatzübung suchen würde, würde ich halt hier die ganzen Sachen suchen. Wenn ich nach Rettungsdienste suchen würde, würde er mir alles, was irgendwie mit Rettungsdiensten zu tun hat, in meiner Galerie anzeigen. Das Ganze lässt sich auch nochmal schöner sehen, wenn wir gleich weitergehen. Aber wenn wir gerade hier noch sind, an der Seite haben wir auch noch die ganzen Exif-Tags. Ich denke, die Leute, die ein bisschen mehr mit der Kamera machen, kennen die. Das heißt im Prinzip Kameramodell, welche Linse wurde benutzt, hat der Blitz ausgelöst und lauter solche Sachen, die die Kamera von selber aufzeichnet. So, auf der linken Seite können wir jetzt von Album 1 runtergehen. Das sind die angesprochenen Tags. Hier sehen wir auch die wunderbare Baumstruktur. Das heißt, wir können jetzt hier alles von Rettungsdiensten suchen. Wir können nur die Einsatzübung suchen. Ist in dem Fall jetzt so ziemlich das gleiche. Nee, bisschen unterschiedlich sind sie. Ich habe halt nur ein paar Beispielbilder eben reingeladen. Die hier sind nicht ganz sortiert. Aber zum Beispiel, ja, netter. Wir können sagen, okay, ich will alles von Veranstaltungen. Und dann hier, ja, Wiesenheimer Karneval beispielsweise. Das nächste, was gibt, sind Labels. Die sind nochmal getrennt von Tags. Ich kann jedem Bild eine Anzahl von Sternen geben, sozusagen als Bewertung. Das ist zum Beispiel dann interessant, wenn er jetzt irgendwie, keine Ahnung, Bekannter kommt, lange nicht gesehen, und den wollt ihr dann einfach mal die schönsten Bilder aus eurer Galerie zeigen. Ich hole mal halt die mit den meisten Sternen und ihr habt eine schöne Auswahl. Was auch gibt, sind halt hier diese Picks, das heißt, das für die wirklich Professionellen unter euch. Da kann man dann wählen, ja, rejected, pending, accepted. Das heißt, ob das Foto genehmigt wurde und solche Späße.
Und ja, Farben kann man auch noch zuweisen. Könnt ihr euch eine eigene Sortierung noch draus bauen. Das nächste an der Seite, das sind die Dates. Das ist im Prinzip nichts anderes als ein Baum mit Daten. Das heißt, hier können wir jetzt sagen, okay, ich möchte alles, was im Mai 2010 aufgenommen wurde oder im März 2011. Das Ganze geht auch grafisch noch ein bisschen anspruchsvoller. Das ist dann die Timeline. Hier haben wir dann so einen Slider, wo wir hier nach links und rechts scrollen können und sehen, wann haben wir wie viele Bilder gemacht. Das ist dann natürlich auch hilfreich, wenn man irgendwie über einen bestimmten Zeitraum zum Beispiel suchen möchte. Nächste große Sache und wahrscheinlich auch die wichtigste in der Fotoverwaltung ist die Suche. Wir haben hier beispielsweise eine Suche, die nicht stimmt. Ja, machen wir das nochmal, geben mal Saffik hier oben ein. Und ja, da kommt's schon, alle Bilder, die irgendwas mit Saffik zu tun haben. Das heißt, nicht nur, wo ich in den Text Saffik gesetzt habe, sondern da kann auch durchaus irgendwie in der erweiterten Beschreibung Saffik drinstehen oder ähnliches. Wem das nicht reicht, es gibt natürlich auch noch die erweiterte Suche. Da kann man dann sich austoben, wie man möchte. Da kann man gehen über, wann wurde aufgenommen, wie sieht das Rating aus, wie groß ist das Bild. Also im Prinzip, jedes Feld, was das Ding irgendwie unterstützt, kann man hier auch suchen und entsprechend so, ja, seine Sammlung durchforsten. Wer sich jetzt nicht so sicher ist, was er denn überhaupt sucht, für den ist diese Fuzzy Search eventuell etwas. Da gibt's erstmal die Möglichkeit, Duplicates zu finden. Hier sehen wir schon welche. Das heißt, er hat jetzt automatisch erkannt, hier dieses eine Bild oder dieses Bild, das habe ich zweimal in meiner Sammlung. Kennt ihr vielleicht, ihr habt eine Kamera mit SD-Karte, macht mal gerade schnell zwei, drei Bilder, zieht die gerade von der SD-Karte runter kopieren, weil man braucht sie ja schnell. Ja, macht dann noch weiter Bilder und kopiert den ganzen Schwung runter und ja, schon liegt das Bild doppelt auf der Festplatte. Das zeigt er euch aber hier an. Das nächste, was es gibt, ist die Fuzzy Image Search. Die ist am einfachsten, wenn man direkt über die Galerie geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier hingehen und wir suchen mal ein Bild. Was haben wir hier? Irgendwo hatte ich... Genau. Wir suchen ein Bild hier von diesem Omega-Virus. Können wir rechtsklick, Find Similar. Da kommen wir wieder in diese Suche. Und er zeigt mir jetzt alle Bilder an, die so ähnlich aussehen wie dieses Bild hier. Man kann ja auch noch die Schwelle einstellen. Aber ich denke mal, ja, die drei Bilder sind genau die, die ich von dem Gerät gemacht habe. Von daher passt. Sketch ist dann für die Leute, die ganz esoterisch werden wollen. Hier kann man malen. Das heißt, ich kann jetzt hier, keine Ahnung, mal einfach irgendwie einen orangen Blob. Dann müsste ich ja so ein paar Feuerwehrjacken hoffentlich finden. Hier orange. Machen wir einfach mal hier. Sick. Ja, mit Touchpad ist das nicht so einfach. So, ich hätte gern so ungefähr irgendwas in orange. Ich glaube, da oben ist ein Streifen drin. Ja, also man sieht, er bemüht sich. Hier sind auf jeden Fall ein paar Jacken drin. Man kann das Ganze bestimmt auch sicher schöner zeichnen als ich. Aber ich habe gehört, wenn man irgendwie so eine Blume malt oder so, dann soll das wohl funktionieren. Das nächste, was es gibt, ist dann hier dieser Globus. Und naja, jetzt sehen wir in der Leiste nicht unbedingt viel. Ist auch kein Wunder, weil meine Fotos haben keine Geotags. Geotags sind GPS-Koordinaten, die in den Fotos drinstehen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise eine Kamera habt, die einen GPS-Empfänger drin hat, was zum Beispiel viele Handys können, dann würde der hier auf diesem Globus anzeigen, wo die Bilder aufgenommen wurden. Ist natürlich schön, wenn ihr wisst, okay, ich war da und da in Urlaub, was habe ich denn da für Bilder gemacht? Dem kann man auch nachhelfen. Es gibt Plugins hier für Digicam, dann kann man die Fotos nachträglich taggen, indem man entweder dann sagt, okay, das Foto wurde da aufgenommen, über eine Karte, oder was geht, man kann ein GPX reinladen, das heißt, man lässt das Handy nebenbei laufen, während man die Kamera benutzt, und anhand der Uhrzeiten weist er dann zu, okay, das wurde da aufgenommen, das da und das da. Bei mir klappt das Plugin leider gerade nicht, irgendwas hat es mir da eben beim Update zerhauen, weil normalerweise müsste das unter Image oder Tools irgendwo sein und Geo-Tagging heißen. Das letzte, was wir dann noch haben, das ist etwas für die Leute, die daheim NSA spielen möchten oder schlicht und ergreifend viel mit Porträtfotos machen, nämlich People. Und wir sehen hier schon, hier sind jede Menge Gesichter. Nun, das liegt daran, weil ich eben schon mal auf diesen Button geklickt habe, Scan Collection for Faces, und dann durchsucht er alle Bilder nach Sachen, die nach Gesicht aussehen. Wie wir hier oben sehen können, ist das nicht unbedingt immer richtig, aber wenn wir mal hier durchscrollen, da hat er doch sehr viele Gesichter erwischt. So. Die Gesichter zu kennen ist ja schon mal schön, das erspart ein bisschen Arbeit. Was natürlich noch schöner ist, wir können dann hier hingehen. Who is this? Und dann machen wir Person 2.
Haben wir noch nicht, deswegen schreibt er jetzt Create. Und schon haben wir hier in der Leiste Person 1 und Person 2. Hier hatte ich schon mal welche getaggt. Und ja, so kann man dann später Fotos rausfinden von diversen Personen. Zum Beispiel interessant, wenn ihr irgendwie eine Familienfeier anstehen habt und ihr wollt dann hier so ein, über die Jahre Fotos zusammentragen von einer Person. Nur, wenn ihr sortiert habt, sagt er einfach, okay, ich hätte gerne alle Fotos von dieser Person und schon kriegt er entsprechend die Auflistung. Auch hier gilt natürlich wieder, ich habe nur einen groben Umfang gezeigt. Das heißt, hier ist noch wesentlich mehr drunter. Eins, was ich aber noch erwähnen sollte, diese ganzen Informationen, die wir hier gerade gemacht haben, die können wir auch ein bisschen anders speichern. Normal hat ja eine interne Datenbank, aber je nach Einrichtung oder manuell kann man die in die Image-Datei zurückschreiben lassen. Das heißt, wir gehen hier auf Image, Write Metadata to Selected Images. Jetzt sehen wir hier, jetzt ist es fertig. Und er hat diese ganzen Informationen, die wir eingetragen haben, in die Felder dieser Fotos reingeschrieben, was den Vorteil hat, wenn er das Bild jetzt irgendwie weitergibt, derjenige hat dann exakt dieselben Metadaten schon vorliegen. Oder auch, ja, wenn man eine andere Fotoverwaltung nutzt, kann man die auch teilweise mitnutzen. Das ist auch ein gutes Stichwort. Machen wir DigiCam mal zu, machen den Ordner zu und gehen auf die nächste. Das wäre F-Spot. F-Spot war früher bei Ubuntu Standard. Meiner Meinung nach ein bisschen, weil das basiert halt auf .NET und .NET und Linux ist, ich weiß nicht, mein Fall ist es nicht, aber probiert's aus. F-Spot ist relativ übersichtlich gehalten, wie man hier sehen kann. Er stellt gerade noch Vorschaubilder, aber ja, man kann es hier oben schon sehen. Hier oben am Rand haben wir die Timeline, hier unten die Vorschaubilder. Wir können auch, wenn wir hier reingehen, Fotos editieren. Ja, da oben Bild bearbeiten, genau. Haben hier relativ grundlegende Sachen. Zuschneiden, entsättigen, ein bisschen Farbabgleich. Sonst allerdings nicht allzu viel. Auch hier gibt es die Möglichkeit, Markierungen hinzuzufügen. Das entspricht dann dem Text. Und wenn wir an der linken Seite gucken, er hat hier teilweise Blitz, Feuerwehr, Gewitter. Die hat er schon importiert. Jetzt offenbar nicht alle. Könnte durchaus sein. Uppala. Ach so, der macht oder. Ja. Das kann durchaus sein, dass da ein bisschen jetzt Mischmasch drin ist, weil ich die Bilder reingeladen hatte, bevor ich sie in DigiCam editiert hatte. Deswegen hat er eventuell jetzt nicht alle Tags. Aber ich denke, man sieht, worauf es hinausgeht. Auch hier kann man Personen suchen. Allerdings gibt es meines Wissens keine Gesichtserkennung. Das heißt, die muss man dann per Hand markieren. Gut. Wie gesagt, ich kenne mich damit nicht viel aus, kann nicht allzu viel dazu sagen, müsst ihr euch dann selber angucken. Und das letzte, was noch gibt, wäre die Software Shotwell. Die ist, glaube ich, bei neueren Ubuntus dabei, sieht ein bisschen anders aus, hat aber auch ungefähr denselben Funktionsumfang wie die vorherigen. Wir haben hier unsere Auflistung der Bilder in der Bibliothek. Wir sehen auch teilweise da Safi schon drunter stehen und ich schätze auch irgendwo, da aktualisiert er gerade noch. Also er ist noch dran. Deswegen noch nicht alles da. Wir haben links bei letzte Ereignisse diesen Menübaum mit den entsprechenden Datumsfeldern. Und hier unten haben wir auch die Tags. Feuerwehr runter, dann nach Safik. Und ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meiner Kiste hier liegt. Es ist relativ langsam, deswegen habe ich mir das damals nicht weiter angeschaut. Und ja, auch jetzt ist es irgendwie wohl wieder ein bisschen überlastet. Ich weiß nicht, was er da im Hintergrund macht. Es gibt hier auch, wie natürlich auch bei den anderen, die Möglichkeit, Ereignisse und Text zu setzen. Ereignisse ist hier nochmal aufgetrennt. Das ist im Prinzip, kann man da einen Text speziell machen, der dann definiert ist als Ereignis. Also das ist irgendeine Veranstaltung gewesen. Text sowieso, grundlegende Fotooptionen, das heißt drehen, ein bisschen Farbverbesserung gibt's hier auch. Selbstverständlich auch suchen und die Metatext. Aber wie gesagt, ich kenne die Software nicht. Einfach nur, dass der Name mal bekannt ist und ein Blick drauf geworfen werden kann. Am Ende müsst ihr gucken, was am besten eure Sachen erfüllt. Shotwell und F-Spot sind relativ klein gehalten, aber dafür eventuell schneller als DigiCam. DigiCam sehr funktionsreich, aber man muss sich halt erstmal durcharbeiten und teilweise ist er halt langsam und anfordernd. Gerade wenn man halt Gesichtserkennung oder so Sachen, die ein bisschen mehr Rechenleistung benötigen, nutzen will, dann sollte man das zum Beispiel nicht auf einem Laptop machen. Da braucht man dann schon
eine ordentliche Kiste dahinter. Okay, Fotos sind sortiert. Beim nächsten Mal gucken wir dann mal so ein bisschen in die Spezialecken. Das heißt, das, was man nicht tagtäglich braucht, aber was eventuell mal ganz nützlich sein kann.